In der letzten Folge hatte ich aus Versehen gesagt gehabt, dass die zweite Welt Wumms Wuchtanfall heißt. Das stimmt aber gar nicht so. Diese Welt heißt Wumms Wuchtwall. Keine Ahnung, wie ich auf das Wort Wuchtanfall gekommen bin. Vielleicht habe ich mich auf einmal an eine Pokémon-Attacke erinnert. Kann ja vorkommen. Okay, Leute, in dieser Welt haben wir schon den ersten Powerstern. Wir haben ja gegen König Wump gekämpft. Und jetzt werden wir die Bergfestung versuchen aufzusteigen. Was heißt versuchen? Wir werden es machen. Und dort befindet sich wiederum ein weiterer Powerstern, den wir uns natürlich nicht entgehen lassen möchten. Wir wollen ja das Spiel zu 100% durchspielen, ne? So haben wir das abgemacht. Und wir brauchen dafür 120 Powersterne. Ja, genau, diese Brücke liebe ich so sehr, weil ich hier des Öfteren fehle. Ah, okay, die Pflanze, beziehungsweise die Piranha-Pflanze erwischt mich nicht sehr gut. Ich glaube, ich stehe so ganz knapp an der Kante. Ja, auf der Kante meine ich. Richtig knapp. Gut, okay. Ja, der Weg ist immer noch derselbe. Also dort, wo sich der König Wump befunden hatte. Dort ist auch die Bergfestung. Nein, das passiert mir des Öfteren. Auf der... Ey. Nein, okay, was soll's. Dann warte ich erstmal hier auf die Platte. Und springe ganz gemütlich rauf, wa? Ja, also ich werde auf jeden Fall wieder in diesem Part mindestens 3 Powersterne klar machen. Vielleicht auch 4, mal gucken. Vielleicht auch 5, je nachdem. Die 100 Münzen Challenge gibt es hier auch in dieser Welt. Nur die 100 Münzen Challenge oder die Challenges wollte ich entweder ganz am Ende machen oder ab der 4. Welt wollte ich schon mal mit der ersten 100 Münzen Challenge anfangen. So als Abwechslung. Weil ich dachte mir, wenn ich jetzt nur in der ersten oder in der zweiten Welt hängen bleibe, kann das für den einen oder anderen fürs Erste zu monoton sein. Und ich finde, Abwechslung schadet nicht. Daher kümmere ich mich erstmal um die Welten. Und danach gehen wir wieder in die erste Welt zurück und auch hier in diese Welt zurück und versuchen die 100 Sterne-Münzen zu sammeln. Warum habe ich das jetzt gemacht? Naja, ich glaube, ich habe zu doll gedrückt. Alleine schon wieder Powerstern da chillt. Hammer. Ja, den können wir auch später abholen. Jetzt noch nicht. Dafür brauchen wir die Eule. Aber erstmal müssen wir sie aufwecken. Ey, ich stelle mich auch so blöd an. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, wo mein Fehler ist. Ich würde euch hier, also mir und euch, würde ich empfehlen, dass man hier... Ach, Mann, ey. Auf die Perspektive achtet. Also schön einstellen. Weil da das ein 3D-Game ist... Kann es sein, dass man manchmal optische Probleme haben könnte, wenn man halt nicht auf die Perspektiven achtet. Oder auf die Perspektiven. So. So, jetzt wieder warten. It's a me, Mario. Ich will springen, springen. Bewege dich, Platte. Okay, die letzte. Nice. Ab nach oben. Fahrstuhl. Zzz, der Aufzug. Und wir sind angekommen. Und hier müsste irgendwo der Powerstern sein. Da ist er. Nice, sofort mitnehmen. Here we go. Ach ja, die 8 roten Münzen einzusammeln wird auch ein bisschen tricky. Weil ich sehr gerne in diesem Spiel fade, Leute. Nicht, dass ich das absichtlich mache. Passiert halt. Und dann denke ich mir, ups, flieg ins Blaue. Alles klärchen. Wir können jetzt ins Blaue fliegen. Wir können aber auch die Eule wecken. Und die Eule ist hier. Da ist sie, falls jemand nach der Eule suchen sollte. Okay, wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, springe und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Alles klar. Gut, ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt erstmal rum, Leute. Erstmal muss ich die Eule erwischen. Sollte mich nach seinem Schatten orientieren, okay. Ah, ich war ja doch... Ah, ich hab doch die Eule erwischt gehabt und dann habe ich locker gelassen, weil ich dachte, nee, ich habe sie nicht erwischt. Ah, nice. So, immer schön den Sprungknopf gedrückt halten. An die Perspektiven denken und suchen. Irgendwo müsste hier ein Powerstern sein. Da in so einem Mini-Käfig. Und dann müssen wir rechtzeitig reinspringen. Da.
Da ist der Powerstein. Komm, 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 Eule. Eule. Ja, sehr schön. Voll die nette Eule. Wobei, wie oft kann ich eigentlich die Eule hier benutzen? Warte mal, ich check das mal kurz ab. Was heißt die Eule benutzen? Wie oft kann ich mich transportieren lassen von der Eule? Du hast 8 Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Ach, Leute. Das stimmt nicht so. Ich meine, wenn wir jetzt dahin gehen würden, dann würden wir in eine Schlucht reinfallen und auf einmal befinden wir uns in einem Level, der ja ziemlich heavy ist. Wenn ihr wollt, können wir den aber auch gerne in Anspruch nehmen. So ist das nicht. Also so früh wie möglich. Ich würde ihn sowieso gerne irgendwann einmal zocken wollen. So, die Eule ist wieder da. Vielleicht könnte ich mir tatsächlich von der Eule später helfen lassen, um die roten Münzen einzusammeln. Oder wartet. Mal. Nee, ich gehe jetzt erstmal zu Bob-Omb und frage ihn, ob er mir eine Kanone zur Verfügung stellen kann. Damit ich einmal fliegen kann, denn irgendwo hier befindet sich ein weiterer Powerstern. Hey Bob-Omb, was geht? Ich will mit dir sprechen und dich nicht schlagen. Hey Bob-Omb, Bob-Omb. Hey, das ist so ein Problem, ne? Habt ihr das Problem auch, Leute? Ah, endlich. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ich habe voll oft das Problem, irgendwie die Freunde anzusprechen. Mario schlägt die ganze Zeit. Dusch, brusch, 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 brusch. Und ich denke, wir werden los hier. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Alles Klärchen. Rein mit mir in die Kanone. Hey Mario, runter mit dir. Kommt wieder hoch. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier richtig zielen kann. Hier nicht. Da, aber hier, genau hier ist irgendwo ein Powerstern. Ist das richtig? Ist das richtig? Oh, nein, das war nicht richtig. Toll, ich habe ein Leben verloren. Na toll, ey. Na, was soll's. Komm vor. Wir haben schon 3 Powersterne hier, das ist schon mal erfreulich. Gut, dann nochmal neu machen. Das war auf jeden Fall falsch gezielt. Mann, Mann, Mann. Ich muss auf jeden Fall richtig zielen. Ah, ich freue mich schon auf dieses LP. Ich werde so viele Fails, glaube ich, haben. Weil ich muss zugeben, ich habe voll auf Schwierigkeiten in dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Aber dennoch liebe ich es und ich mag es. Ich glaube, ich muss es öfter durchspielen. Oder öfter spielen. Wo vielleicht? Nein. Ah, okay, immerhin. Warte mal, da ist der Powerstern. Kann ich nicht irgendwie per Wandsprung da hinkommen? Irgendwie finde ich es riskant. Bei meinen Skills finde ich es tatsächlich riskant. Was haben wir denn hier? Kann ich da raufspringen? Ist das eine blaue Münze hier, die wir bekommen können? Blaue Münzen sind cool, denn eine blaue Münze ist so viel wie 5 gelbe Münzen. Auf jeden Fall nett, um später die 100 Münzen Challenge wahrzunehmen. So, und wie komme ich jetzt tatsächlich da in die Spalte rein? Beziehungsweise in die Spalte da. Ach so, warte mal. Was war das denn? Warte mal, kann ich nicht ganz nach oben? Ah nee, das geht nicht, das geht nicht. Ich muss schon dazwischen. Rein da, Mario. Mario, rein da. Wir kriegen das schon hin. Mach dir keine Gedanken. Einfach nur ruhig bleiben, geduldig sein und machen. Aber nicht, dass das falsch ist, so. Oh, geht das noch? Oh, knapp. Aber wieso komme ich da nicht rein? Ätzende Lage. Krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ja, ich krieg die Krise. Nein, wird schon. Kennt ihr das Problem, Leute? Eigentlich ist das doch nicht so schwer. Ich muss es nur schaffen, da reinzukommen. Da, genau da. Wo bin ich? Ah, gut. Ach was. Ach, ich war sogar schon auf der Stange. Ist ja geil. Gut, runter mit uns. Ah, na endlich. Da ist der Powerstern.
Oh, ein bisschen weiter. Bisschen weiter. Nice. Oh, ja, ja, ja. Oh, Leute. Flieg ins Blaue. Ja, ich denke mal, dass das zwischendurch mal ein Schuss in den Ofen war, eher gesagt. So würde das Team Rocket sagen. Aber gut, einmal gehen wir jetzt nochmal rein, Leute. Und holen uns einen weiteren Powerstern ab. Dafür müssen wir die Felswand zerstören. Und im nächsten Part holen wir uns nochmal die 8 roten Münzen hier ab. Und gehen dann auch sofort im nächsten Part in die nächste Welt. Das ist der Plan. Let's go. Das ist die Einstellung. So, und um die Felswand zu zerstören, brauchen wir wieder einmal die Kanone. Und Bobam hat uns ja die Kanone zur Verfügung gestellt. Daher gibt es in dem Bereich kein Problem. So. Wir müssen wieder gut zielen. Schön. Schön, gleich beim ersten Mal. Manchmal gibt es Momente, da brauche ich etwas länger. Aber Moment, wo ist denn der Powerstern? Ja, der ist genau da, wo wir die Wand zerstört haben. Ist nicht so, dass er einfach runterfällt. So ein Luxus, ne? Das wäre doch mal hier heavy. Haben wir uns eigentlich das Schloss angeschaut im ersten Part? Nicht wirklich, ne? Aber vielleicht können wir uns das mal gleich ganz kurz so für einige Minuten anschauen. Oh. Mann, ist das knapp. Nice, okay. Wir haben schon 10 Powersteine. Wir brauchen noch 110. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir checken ein bisschen das Schloss ab. Ne? Ach, hier ist Toad? Haben wir mit diesem Toad überhaupt schon gesprochen? Ups. Die Melodie. Bowser hat sich die Powersterne unter den Nagel gerissen. In jeder Welt hat er 6 versteckt. Manche der Sterne kannst du aber erst finden, wenn du die farbigen Schalter in den Schalterpalästen ausgelöst hast. Bereits gefundene Sterne kannst du zu Beginn jeder Welt sehen. Triff besiegte Gegner, indem du erneut ihren Stern anwählst. Ah, cool. Alles klar. Ich muss sagen, ich finde den König Bobomb und den König Bump. Also ich finde die beiden ziemlich sympathisch. Ich mag die und würde die gerne mal wieder sehen, ne? Ob sie dann vielleicht mit mir Kuchen essen würden, ist eine andere Sache. Was ist hier? Was ist hier? Warte mal. Ach, hier bekommt man doch die Flugmütze. Muss ich mir das nicht einfach anschauen? Oder muss ich noch ein paar Sachen machen, um da hinzukommen? Ich glaube, ich muss noch warten. Aber cool, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal hin, Leute, damit wir die Flugmütze holen. Dann können wir auch in die erste Welt gehen und dort noch eine weitere Mission abschließen. So, dort wurde große Stern ist, dort könnten wir jetzt eigentlich hin. Aber das ist nur eine Falle. Hier, um diese Tür zu öffnen, brauchen wir keinen Stern. Das ist das Schloss von Prinzessin Peach, beziehungsweise das Erdgeschoss des Schlosses. Schlüssel brauchen wir auch in diesem Spiel. Ohne den passenden Schlüssel bleibt dir dieser Weg versperrt. Ja, warte ab, Bowser. Ich werde noch hoffentlich den passenden Schlüssel finden. Was haben wir noch? Hier hinten kann man, glaube ich, trainieren, wenn ich mich nicht irre. Checken wir doch mal ab, Leute. Ah, schön friedlich, wa? Ja, genau, hier kann man einfach trainieren. A, also einmal mit A und dann, warte mal, A und dann B. Dann kriegt man noch den Wandsprung hin. Gibt es hier irgendwas? Nö, so sieht's aus. Voll entspannt. Was steht da? Ist das japanisch? Ich habe ganz kurz gedacht, dass das Starmie ist. Aber nee, das soll doch einfach nur einen Powerstern darstellen. Und was haben wir hier?
Cool, wie die Bäume aussehen. Ja, okay, der eine oder andere denkt sich jetzt, Kancha, was zeigst du uns denn? Das ist doch gar nicht interessant, Junge. Ja, ihr habt recht, Leute, aber ich dachte, einmal hier reingehen schadet dem LP nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das ist ja auch ein Teil des Spiels. Und ja. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder in die zweite Welt. Wurms Wuchtfall. Wurms Wucht Wall. Yippie! Drei Leben. Uiuiui, gut ausgerutscht. Ja, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen. Ja, sieht gut aus. Hier machen wir einen Cut und im nächsten Part holen wir uns nochmal die 8 roten Münzen ab und dann checken wir gemeinsam die Lage ab, was wir als nächstes tun können. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüssi, Leute!